Wie kann man Satellitenempfang mit nahezu unsichtbarem Empfangsequipment realisieren? In vielen Ländern dieser Erde ist Satellitenempfang verboten, beziehungsweise das Aufstellen von Antennen wird untersagt. Hier ist Herr Im, er ist der CEO von iDoIt. Er stellt uns sein neues Produkt vor. Wann wird es diese Antenne auf dem Markt geben? Im April wird es sie auf dem europäischen Markt geben. Es ist eine neue Antenne mit zwei Polarisationen. Wie Sie sehen, basiert diese Antenne auf einer völlig neuen Technologie. Zwei Polarisationen ermöglichen den Empfang aller Satelliten. Können Sie ein wenig erklären, wie das im Inneren der Antenne funktioniert? Es handelt sich um eine Hohlleiterhornantenne. Wenn ein Signal auf die vielen Löcher trifft, dann sammelt die Antenne das Signal und leitet es ans LMB. Es ist also vielmehr ein Aufsaugen des Signals und keine Reflexion wie bei einer herkömmlichen Satellitenantenne, eben eine Hohlleiterhornantenne. Gut, jetzt kennen wir den Unterschied und wie sieht es mit dem Gain aus? Es ist leider nicht möglich, den Gewinn einer 2-Meter-Antenne zu erreichen. Wir haben es jedoch geschafft, einen Gain von etwa 33 dB rauszuholen. Genug für europäische Satelliten. Wo kann man die Antenne aufbauen? Schauen Sie, das ist der Karton. Wir liefern gleich 4 verschiedene Halterungen mit. Jeder kann diese Antenne aufbauen. Wir liefern alle Lösungen gleich mit. Einmal eine Standhalterung, eine Wandhalterung, eine für die Befestigung am Fenster und noch eine Klemmenhalterung. Alles mitgeliefert. Gibt es auch ein Komplettangebot? Wir liefern alles mit. In dieser Verpackung finden Sie alles, was Sie brauchen. Wir nennen sie die Do-It-Yourself-Box. Die Antenne, sämtliche Halterungen, Receiver, Kabel, sogar ein Kompass. Alles ist drin, eine Packung. Selbst der Anfänger schafft das in 30 Minuten, alles aufzubauen. Das ist ja nun eine recht kleine Antenne. Gibt es auch andere Möglichkeiten, um sie zu verstecken? Schauen Sie mal auf unsere Website. Dort bekommen Sie viele weitere Aufkleber, wenn Sie eine rote Wand haben oder eine gelbe. Damit können Sie die Antenne verzieren und verschönern Ihr Haus noch dazu. Das klingt ja alles recht nett. Wie viel soll sie denn kosten, diese Antenne? Für die Antenne alleine streben wir einen Preis zwischen 150 und 200 Euro an. Sogar das Gesamtpaket wollen wir für unter 200 Euro anbieten.